Heyo Leute, Crimex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind gerade hier im Livestream auf Kick unterwegs und ich dachte mir jetzt hier gerade mit meinem Chat, wir werden jetzt einfach mal Candy pranken. Wir sind hier gerade in der Minecraft-Stadt, hier im Livestream auf Kick. Kommt auf jeden Fall vorbei. Und zwar werden wir jetzt einen TNT-Prank in sein Haus reinmachen, Leute. Das wird jetzt auf jeden Fall ganz gefährlich. Ich habe mir natürlich schon was Besonderes überlegt. Letztes Mal haben wir ihn ja mit einer Redstone-Kiste getrollt. Diesmal muss das Ganze natürlich ein bisschen anders aussehen und deswegen machen wir das Ganze diesmal mit einem Beobachter. So haben wir natürlich auch zum Glück alles hier, um einen Beobachter direkt mal zu craften. Zack, zack, zack. Und der Beobachter wird dann nämlich ein Signal losschicken und das Signal wird dann nämlich das Redstone, das Redstone aktivieren und das Redstone dann eben das TNT aktivieren. Ein bisschen Schwarzpulver. Leute, wie viel Live-Chat, wie viel TNT sollen wir platzieren? Ich will es ja nicht komplett übertreiben. Ich will ja eigentlich nicht sein ganzes Haus zersprengen. Sollen wir zwei TNT machen, Live-Chat? Was sagt ihr? Ja, okay. Okay, der Chat dreht hier komplett durch. Das ist zu viel. Wir machen drei. Wir machen drei, sonst das ist sonst zu viel, Leute. Das kann ich ihm nicht antun. Wir machen drei als Prank. Sonst ist es kein Prank mehr, Leute. Sonst ist es schon wirklich... Pranks haben ihre Grenzen. Pranks sind ja so... Pranks sind ja an sich noch nett gemeint. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Pranks haben ihre Grenzen. Und diese Grenze wird heute überschritten. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Redstone für die Leitung natürlich. Okay. Und vielleicht als Bait. Wir machen so als Bait, machen wir... Als Bait könnten wir so ein Eisen oder einen Goldblock. Wir machen da einen Goldblock. Oh mein Gott. Wir machen als Bait einen Goldblock dahin. Und wenn er den Goldblock abbaut... Und wenn er den Goldblock abbaut, wird das TNT gezündet. Oh mein Gott, Leute, das wird gleich ehrenlos. Das wird gleich ehrenlos, Live-Chat. Ich muss ihm auf jeden Fall sagen, dass er dann online kommen muss, weil er ist gerade nicht online. Pranks, die zu weit gehen, das sind auf jeden Fall Pranks, die schon wieder zu weit gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, er läuft hier in seine Lobby rein. Dann, warte, müssen wir erstmal, dann müssen wir nämlich erstmal hier diesen Beobachter hin platzieren. Dann brauchen wir natürlich hier Redstone. Wir müssen das einmal checken, ob das überhaupt auf das Signal hier reagiert. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich bin kein Minecraft-Redstone-Profi. Das ist jetzt das Problem gerade. Wie können wir das denn, das Signal überhaupt losschicken? Habe ich den falsch rum platziert, den Beobachter? Ich glaube, ich habe den falsch rum platziert. Ich glaube, von unten, oder? Ein Block höher. Ich glaube, ich muss den so von unten platzieren. Ich habe den, also, dass der nach oben guckt. Ich glaube, jetzt ist der richtig. Ey, Spinne, Junge, nerv nicht. So, weg mit dir. Okay, warte, ich glaube, jetzt ist der richtig, oder? Der Live-Chat sagt ja. Ah, okay, okay, das Redstone-Signal wird losgeschickt. Oh mein Gott, Leute, der wird so ausrasten. Candy wird so ausrasten. Okay, dann schicken wir nämlich hier so das Signal hin und hier wartet dann das TNT drunter. Hier machen wir dann so die kleine TNT-Plattform. Mhm, so, dann bauen wir uns hier noch einmal hoch. Zack, hier das TNT hin. Jetzt platzieren wir hier den Block drauf, weil das wird ja dann auch schon ein Signal einmal losschicken. Und jetzt darf ich hier nichts mehr anfassen, Leute. Jetzt darf ich hier nichts mehr anfassen. Okay, Leute, die Falle ist scharf. Ich glaube, die Falle ist scharf. Okay, wir halten uns bedeckt. Ey, wenn er gleich da reinkommt. Warte mal, jetzt. Und Leute, ich habe nämlich den perfekten Plan. Jetzt werden wir unser Hochhaus eine Stufe höher bauen. Dann werde ich ihn anrufen, werde sagen, guck mal, ich habe mein Hochhaus höher gebaut. Dann wird er hier reinlaufen und den Prank auslösen, Leute. Oh mein Gott, ich bin einfach Prankmeister. Leute, ich bin einfach Prankmeister. Ich bin hier einfach der Prankmeister. Ich glaube, er wird 100% darauf reinfallen. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Beton bei uns, um unser Penthouse zu erweitern. Ich glaube, wenn wir ein Stockwerk draufsetzen, dann sind wir auf jeden Fall schon höher als er. Prankmeister Crimex ist wieder im Einsatz. Alter, hey, die sind ja wirklich gleich hoch, unsere Gebäude. Da muss ich ja sogar zwei Stockwerke oben draufsetzen. Da muss ich ja sogar zwei oben draufsetzen, Leute. Das Problem ist nur, wir hatten hier oben, weil das die höchste Etage war, hier so einen Rand noch drumherum gebaut. Den muss ich jetzt natürlich nochmal wegreißen und dann auf die neue höchste Etage das draufsetzen. Das Ding ist halt, das wird dann halt natürlich ein bisschen Alibi sein, weil ich werde jetzt nicht nochmal komplett unsere Wohnung umziehen. Das heißt, an sich ist unsere Wohnung trotzdem dann noch die höchste und die anderen Stockwerke sind dann nur Alibi. Einfach nur, damit wir höher als Candy sind. Ist ja richtig. Richtig und wichtig. Und da machen wir dann einen Helikopterland. Sehr, sehr guter Call. Ein Helikopterlandeplatz, ja. Auch guter Call. Wir können ja so einen Wellnessbereich hier oben noch reinbauen. Ja, so ein... Das ist dann noch so... Oh, so ein Pool. Ein Infinity-Pool hier oben drauf. Ja, genau. Auch gute Idee. Bar mit Pool, ja. Machen wir alles. Kriegen wir alles hin, Leute. Ich muss jetzt an sich nur erstmal 3, 4, 5 Blöcke hoch. Dann nehme ich erstmal das ganze Dach hier draufsetzen. So, hier ist nämlich der erste Träger. Ich muss nämlich gucken, wie ich das hier gebaut hatte. Und hier ist nämlich auch nochmal ein Träger. Okay.
Dann 2, 3, 4, 5. Und 2, 3, 4, 5. Und jetzt müssen wir erstmal den kompletten Rahmen rumziehen. Helikopter, ja, ja, gute Idee. Also wir machen auf jeden Fall einen Helikopterlandeplatz hier oben drauf. Das Problem ist nur jetzt, Leute, sind wir prinzipiell auf der gleichen Höhe wie Candy. Aber wir wollen ja noch höher sein. Wir geben uns ja nicht damit zufrieden, gleich groß wie Candy zu sein, sondern wir wollen ja größer sein. Das heißt, an sich müssen wir da halt einfach nochmal ein weiteres Stockwerk draufsetzen. Der iCrimex Tower, Leute. Maximale Bauhöhe. Ein Tower auf maximaler Bauhöhe. Oh Gott, Leute. Müssten wir irgendwo bei... Wo ist die maximale Bauhöhe? 256 oder so? Und wir sind jetzt gerade bei 116. Da müsste der ja nochmal doppelt so hoch werden. Einfach nochmal doppelt so hoch. Das wäre sehr krank, Freunde. An sich reicht der ja voll von der Höhe aus. Wir machen das ja einfach nur, weil wir höher als Candy sein wollen. Einfach nur... um Candy zu ärgern. Ich baue jetzt einfach nur hier ein Stockwerk, um Candy zu ärgern. Checkt ihr das eigentlich? Leute, folgt mir auf jeden Fall hier noch auf Kick rein, um keine Streams mehr zu verpassen. Aus einer Aussichtsplattform. Auch guter Call, Leute. Aussichtsplattform. So, jetzt Trick 17. Wir haben ja hier so eine coole Mod. Damit kann man ja schneller bauen. Zack, zack. Jetzt bauen wir das hier nämlich einmal schnell zusammen. Hey, Leute, schau mal, checkt ihr das, wie viel Beton das eigentlich immer braucht? Das ist so krank. Wir hatten irgendwie so 10 Stacks weißen Beton dabei. Gefühlt jetzt schon wieder aufgebraucht. Neues Update 1.20. Nee, Leute. Haben wir doch schon mal drüber geredet. Ich finde, das lohnt sich nicht, das Update 1.20. Also lohnt sich für mich einfach nicht zu zocken, weil es kaum neue Sachen gibt. So, ein weiteres Stockwerk draufgesetzt. Und wir brauchen halt an sich noch ein zweites Stockwerk. Sonst sind wir jetzt hier nicht höher als Candy. Wir sind sonst nicht höher als Candy. Das bringt uns hier nichts. Es bringt uns nichts. Ich muss noch Beton kaufen. Ich werde jetzt nochmal weißen Beton kaufen gehen. Also ich würde sagen, wir setzen jetzt noch ein Stockwerk drauf und dann machen wir einen Swimmingpool. Und dann machen wir einen Swimmingpool. Aber erst noch ein Stockwerk, damit wir höher als Candy sind. Richtig und wichtig. Ich mache hier noch kurz ein bisschen Platz im Inventar. Wir brauchen dann auch wieder so viele Fenster und alles. Oh mein Gott, Leute. Das wird jetzt hier echt schon wieder das XXL-Bauprojekt. Jetzt haben wir gerade 1000 Dollar und ich gebe jetzt hier schon wieder mein ganzes Geld nur dafür aus, damit wir hier ein höheres Haus haben. Das ist eigentlich schon wieder so dumm, was ich hier gerade mache. Das ist eigentlich schon wieder so dumm, Leute. Pranks, die zu weit gehen. Das sind auf jeden Fall Pranks, die zu weit gehen. So, wie viel Beton brauchen wir jetzt? Ich glaube, ich kaufe jetzt nochmal so 10 Stacks weißen Concrete. Mal gucken, ob das reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aquarium, auch sehr, sehr guter Call. Also so Sachen wie Aquarium und so, das können wir generell ja ganz oben in die Etagen reinmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal gucken, ob das reicht. Bin ich mir nicht so sicher. Oh mein Gott. Also unser Tower ist ja schon breiter. Und wenn der jetzt auch noch höher wird, dann hat Candy nichts mehr zu lachen, Leute. Oder, Leute, wisst ihr, was wir machen? Ich habe gerade eine richtig gute Idee. Wir haben ja in unserer Penthouse-Wohnung eine Treppe. Wir bauen einfach noch eine zweite Treppe rein, sodass unsere Wohnung über 3 Stockwerke geht. Dann ist es ja immer noch die Penthouse-Wohnung, nur eben über 3 Stockwerke. Das ist doch jetzt schon wieder schlau. Das ist doch jetzt schon wieder schlau, Leute. So, und zack. Einmal hier rein. Also quasi dann irgendwo hier nochmal so eine Treppe hoch machen. An sich vom Platz her wird es ja gehen, wenn jetzt hier nochmal eine Treppe hochgeht. Wird ja passen. So, dann bauen wir uns hier nochmal schnell einmal hoch. Und dann einfach nochmal ein komplettes Stockwerk oben drauf. Oh mein Gott, ist das ehrenlos, Leute. Müssen wir halt einmal wieder die Umrandung machen und dann können wir alles verbinden. Candy wird so sauer sein, safe. Er wird safe sauer sein. Ich mache jetzt hier noch die Etage oben drauf und dann werde ich ihn anrufen. Dann werde ich ihn anrufen und sagen, dass er mal onkommen soll. Ich clip den Prank, auf jeden Fall. Macht davon auf jeden Fall wieder Clips, Leute. Wenn Candy geprankt wird. In die höchste Etage ein Restaurant. Vielleicht hier so ein Dachgarten. Das hatte ich mir auch überlegt, so ein Dachgarten. Vielleicht auch eine coole Idee. Wenn hier so eine Rasenfläche reinmacht mit Bäumen, Pflanzen und sowas. Vielleicht auch cool. Dann kann man als Einwohner, hat man hier so ein... Ja, dann kann man hier so grillen oder sowas. Ja, Grillpool. Ja, Leute, das sehe ich schon. Das sehe ich. Wir lassen hier auf jeden Fall einen Pool rein hier oben. Helikopter. Einen Helikopterlandeplatz brauchen wir natürlich auch. Das Gute ist, dass ja unser Haus viel größer ist als das von Candy. Das heißt, wir können easy hier auf der einen Seite einen Helikopterlandeplatz noch machen. Da einen Pool noch reinlassen. Alles. Also das kriegen wir... Das können wir auf jeden Fall alles machen. Da haben wir auf jeden Fall... können sowas besser verwirklichen. Ey, Gott sei Dank, Leute, die Mod, damit kann man echt viel schneller bauen. Richtig und wichtig, gerade wenn wir hier so eine riesen Wolkenkratzer machen. Ein Pool, der raussteht. Ja, das Problem ist, es muss ja natürlich trotzdem noch gut aussehen, ne? Es muss ja trotzdem... Hä? Wo kommt denn das Nashorn hierher? Wo kommt denn das Nashorn hierher, Leute? Denkt ihr mit Federfall 4 überlebe ich das noch darunter? Denkt ihr, ich würde den Fall hier runter überleben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir sind ja schon echt weit hoch. Also wir sind jetzt höher als Candy. Candy. So, dann müssen wir jetzt natürlich hier noch ein bisschen das Design machen. Weil es reicht ja nicht, das nur hochzubauen. Das kann ja jeder. Und das muss ja auch noch gut aussehen. Übrigens, diesen gesamten iCrimex Tower, den ihr seht, ich habe das nach keinem Tutorial gebaut. Also ich habe das
komplett selbst entworfen, das Design. Bin ich auch echt stolz drauf. Da habe ich komplett selbst mein Design quasi. Müssen wir natürlich hier noch die Stockwerke erstmal machen. Ich kann ja erst Candy Bescheid sagen, dass wir einen höheren Tower haben, wenn hier die Stockwerke fertig sind. Sonst ist ja cringe, Leute. Ach nee, warte, hier ist gar kein Träger. Was mache ich denn? Ist ja gar kein Träger hier. Ey, Leute, Candy wird gleich... Checkt ihr eigentlich, er wird gleich so heulen. Er wird gleich so heulen mit unserem Prank. Oh, eigentlich direkt noch ein bisschen grauen Beton. Muss ich noch mitnehmen. Komm, wir gucken uns den Turm einmal von außen an. Okay, Federfall 4 regelt. Junge. Okay, okay. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal höher. So, ja, hier zwischendrin muss überall noch grauer Beton rein. Da noch die Träger. Ich muss mir das einmal ganz kurz von außen anschauen, damit ich hier nichts vergesse. Ja, und da kommen auch noch die Träger dazwischen. Okay, dieses grauer Beton. Hier dann nur Fenster auf der Seite. Passt soweit alles. Wir gehen wieder hoch. Nehmen nur noch direkt grauen Beton mit. Dann sollte das aber eigentlich passen. Ein Fenster. Fenster müssen wir halt prinzipiell auch noch reinsetzen, ne? Komm, wenn wir schon hier unten sind, wir gehen direkt noch Fenster holen. Da brauchen wir auch noch mal so viel davon. Mach ein Pool aus Glas nach hinten auf der Dachterrasse. Ich schwöre, schaut gut aus. Ein Pool aus Glas nach hinten. Weiß noch nicht so ganz, was du meinst mit nach hinten. Wir brauchen sehr, sehr viel schwarzes Glas. Ein Pool mit 3 Stockwerken. Okay, Bro. Er übertreibt komplett. Max, bist du noch live? Ja, ich bin gerade live. Ja, die Leute hören dich auch. Hab dich auf Lautsprecher. Ich komm jetzt auch. Wenn du willst, können wir zusammen was machen. Ja, gerne, gerne. Komm. Ich habe nämlich eine Idee, was wir machen können, was uns noch fehlt. Ah, ja, okay. Okay, alles klar, ja. Ich muss jetzt unbedingt noch holen. Okay, bis gleich. Habt ihr gehört? Candy kommt gleich live. Sehr gut, sehr gut. Haha. Der teuflische Plan wird aufgehen. Dreckige Lache. So, okay, jetzt machen wir aber hier noch schnell das Glas. Ja, ich verstehe das nicht. Bei Candy sagen alle immer Stimme leak, aber er redet doch auch normal. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, wo ist denn seine Stimme jetzt geleakt? Man hört doch seine Stimme in jedem Video. Das checke ich jetzt nicht so ganz. Boah, Leute, er wird gleich so weggeprankt, ne? Dreistöckiges Penthouse. Ein dreistöckiges Penthouse bauen wir. Da kann Candy komplett einpacken. So, grauen Beton nehmen wir auch noch mit. Oh Gott, Leute, mein Inventar ist so voll. Mein Inventar ist so voll. Aber ich brauche das alles auf der Baustelle da oben. Bausteller. Ist ja jetzt gerade eben schon ein Zombie gespawnt da oben. So, und hier muss ich auch nochmal kurz gucken, wie das nochmal war. Genau, hier kommt nämlich auch grauer Beton. Zack. Also bis Candy gleich online kommt, muss das Stockwerk auf jeden Fall fertig sein, damit er sich richtig ärgert. Weil wenn das hier nicht fertig ist, dann sagt er, oh ja, ist ja gar nicht höher, das Stockwerk ist gar nicht fertig. Weiß, was der dann sagen wird. So, hier ist das nämlich so ein bisschen tricky. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Hier geht das nämlich dann einmal so noch rein. Hier kommt grauer Beton hin. Wir müssen uns jetzt beeilen, jetzt hier ganz schnell, Leute, damit für den Prank alles ready ist. Pranks, die eindeutig zu weit gingen. Ich glaube, hier kommt nur Fensterscheibe. Ah, ne, hier kommt auch Beton. Leute, wir müssen uns beeilen hier. Speedbuilding. Ich achte gerade auch nicht so viel auf den Chat, sorry, Leute. Hab nicht damit gerechnet, dass er so schnell jetzt online kommt. Okay, perfekt. Das Stockwerk wäre schon mal fertig. Jetzt müssen wir da eigentlich nur noch Fensterscheiben einsetzen. Genau, hier fangen jetzt schon Fensterscheiben an. Okay, sehr gut. Dann gehen wir mal noch schnell eine Etage höher. Ey, geh hoch, Junge. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und runter aus meiner Penthouse-Etage hier. Nein, nein, nein. Falscher Beton, Leute. Schnell. Hey. Weiter geht's. Was man nicht alles für einen guten alten Prank macht. Oh nein. Nein, Candy ist da, Leute. Nein, Candy ist online. Candy, komm zum Supermarkt. Okay, egal, Leute. Der Prank, es muss jetzt reichen. Es muss reichen so. Candy kommt zum Supermarkt, habe ich ihm geschrieben. Okay, Leute, er kommt. Egal. Von vorne sieht es ja schon halbwegs fertig aus. Candy ist live? Ach, der ist sogar live auch gerade. Das ist ja dann sogar ein Live-Prank jetzt. Ihr dürft jetzt nichts verraten, okay? Direkt mitgenommen. Ey, Candy! Max? Hallo! Yo, was geht? Na, was geht? Alles gut? Na, ich hatte echt vorhin spontan die Idee. Ja. Und zwar fehlt uns eine Ender-Chest. Ja. Und ich dachte, ey, Bro, lass doch los und eine Ender-Chest holen. Dann dachte ich, komm. Ja, finde ich sehr gut, die Idee. Können wir gerne machen. Gibt nur, also meinst du, ins Nether willst du gehen, ne? Ja. Es gibt nur eine Sache, die würde ich davor noch gerne mit dir einmal besprechen. Ja. Und zwar, komm mal kurz mit. Und zwar, was sagst du eigentlich dazu, dass der iCrimex Tower höher ist als der Candy Tower? Hä? Warte, was? Bro! Halt's auf! Ich hab noch 2 Stockwerke draufgesetzt. Als ob, Junge, warum? Ja, Bro, weil... Hör auf, wir müssen uns einigen, wir müssen uns absprechen. Weil der iCrimex Tower halt der größte ist.
Nein, wir müssen uns das, weil sonst bauen wir immer. Jetzt baue ich wieder höher, dann du wieder, dann ich wieder. Irgendwann haben wir die komplette. Das Irgendwann sieht das auch doof aus. Bro, also es tut mir leid, aber deiner sieht schon cringe aus. Schmaler und auch noch kürzer, Digga. Das ist natürlich unangenehm. Wann hast du das gebaut? Sei ehrlich. Gerade eben. Ja, okay. Ich bin auch noch nicht ganz fertig mit den Stockwerken. Zeig mal das oberste Stockwerk. Ja. Was sagst du zu meinem Sombrero? Digga, der ist krass. Bin ich ein bisschen neidisch. One of one. Ein bisschen neidisches Auge gemacht da drauf. Ich glaube, Flauschi baut hier vorne ihren Tower, oder? Ja, stimmt, ihr Haus. Guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier bei dir reingehen, ne? Guck dir mal jetzt einfach mal bei dir hier die Lobby an und dann guck dir mal bei mir die Lobby an. Hast du mir einen Goldblock geschenkt? Nee, Bro. Vielleicht SU, weißt du? Das ist nicht meiner? Ja, meiner auch nicht. Hä? Okay. Warum baut der nicht ab? Ist halt ein bisschen kleiner. Aber man muss sagen, ich habe das Haus gebaut. Zum Zeitpunkt gab es das von dir alles noch gar nicht. Ja. Vielleicht reiße ich meins ja auch nochmal ab. Den ganzen Tower nochmal abbauen? Und dann baue ich den doppelt so groß wie deinen wieder auf. Also, Digga, ich glaube, das Tower Battle, Bro, tut mir leid, aber das hast du, glaube ich, verloren. Das vielleicht baue ich meine noch um. Ja, dann vielleicht baue ich komplett alles neu. Einmal alles abreißen und dann baue ich es neu auf. Ja, aber Bro, also das Geld dafür habe ich. Digga, ganz ehrlich hier, das ist doch hier Müll. Das ist doch hier Müll. Guck mal, irgendwelche Leute setzen schon irgendwelche Blöcke hier bei dir rein. Ja. Der muss den jetzt mal abbauen. Warum baut der den nicht ab? Jeder Mensch wird doch einen Goldblock abbauen. Ja, du hast recht. Aber trotzdem baue ich meins höher als deins, also. Ja, kannst ja machen. Ich mache mir mal eine Notiz, weil ich habe jetzt eine Idee gefunden. Ey, warte mal, kann ich eigentlich hier den Goldblock abbauen? Nein. Warum nicht? Ich habe ihn gefunden. Was ist meiner? Ja, ich habe ihn gefunden. Lass den stehen, ich rufe die Polizei. Ich baue den jetzt ab. Nein, du lässt den stehen. Ich baue den jetzt ab, Candy. Bro, lass deinen Goldblock. Ich mache mir jetzt Goldäpfel. Geh weg. Hey, Max! Yo! Hey! Junge! Deswegen, wie schlecht! Prank ist die zu weit ging. Junge, Max! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass das geht. Junge, was? Alter. Und ich wundere mich schon. Hä, warum ist da... Ich dachte jetzt, Stuart den. Ich dachte, Stuart hat ein Video gemacht, wie er uns alle beschenkt oder so. Oh, Mann, ey. Leute, das ging zu weit. Pranks, das war wieder ein Prank, der zu weit ging. Leute, ey, ich habe damit echt nicht gerechnet. Und ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Wir haben Candy geprankt. Let's go. Tschüss.